Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema R-Vektoren. Ein Vektor ist ein Datentyp von R. Ein Objekt mit dem Datentyp Vektor enthält mehrere Elemente des gleichen Datentyps, eine eindimensionale Liste. Mit der Funktion C kombinieren werden alle Elemente in eine Liste geschrieben, so zum Beispiel C, Klammer auf, 1,2,3, Klammer zu. Kommen verschiedene Datentypen vor, werden alle in den komplexesten umgewandelt. So zum Beispiel C, Klammer auf, 1,2, Komma und dann die Zeichenkette Hallo und Klammer zu. So werden 1 und 2 dann auch in Zeichenketten umgewandelt. Per A kleiner als Zeichen minus C, Klammer auf, 1,2,3,4, Klammer zu, kann ich eine Liste mit den Werten 1, 2, 3, 4 der Variable a zuweisen. Mittels Doppelpunkt kann man eine ganze Reihenfolge von bis erzeugen. Von 1 bis 10 und zum Beispiel von 10 bis 1. Ebenso mit der Funktion SEQ, Sequenz, zum Beispiel SEQ, Klammer auf, 1,10, Klammer zu, eine Reihenfolge von 1 bis 10. Die Anzahl der Elemente in einer Liste wird durch LENGTH ermittelt. Soll das zweite Element einer Liste ausgegeben werden, kann man das durch eckige Klammern realisieren. So zum Beispiel A, eckige Klammer auf, dann die Stelle und eckige Klammer zu. Die zweite Stelle hat den Wert 2. So könnte ich dieser Stelle auch einen neuen Wert zuweisen. So zum Beispiel A, eckige Klammer auf, dann 2. Eckige Klammer zu, kleiner als Zeichen, Minus und dann der neue Wert, zum Beispiel 15. Achtung, eine Liste fängt bei R nicht mit dem Indexwert 0 an, wie man das von anderen Programmiersprachen erkennt, sondern mit 1. Unter Zuhilfenahme der Funktion min wird der Mittelwert berechnet. Die Funktion REV veranlasst R dazu, die Liste in umgekehrter Reihenfolge auszugeben. Mittels Append fügt man Werte einer Liste hinzu. Er ist auch dafür bekannt, dass man mit wenig Aufwand schnell Grafiken erzeugen kann. Und ich denke, es ist Zeit, dass wir die erste Grafikfunktion kennenlernen, die da heißt Barplot. Mit Barplot werden Balkendiagramme erstellt. Es gibt eine Menge Optionen, die per Fragezeichen Barplot erklärt werden. Main ist für die Überschrift zuständig und COL, also Color, für die Farben, um nur mal zwei Optionen zu nennen. Und nun ein Beispiel, zum Beispiel Barplot. Dann kommt meine Liste. Dann Main. Als Überschrift zum Beispiel einfach mal, na gut, Test. Dann eine Liste mit Farben. Call. Ist gleich zum Beispiel nur mal eine Farbe hier, Red. Und hier ist dann mein Balkendiagramm. Oder mit zwei Farben, zum Beispiel mit den Farben Rot und Blau. Um die Grafik zu speichern, kann ich einen Screenshot machen. Oder die Grafik direkt als Bild abspeichern. Und das geht so.
Datei zum Speichern definieren. Und zwar mittels PNG. Dann Klammer auf, dann die Datei. Zum Beispiel hier mal t.png. Klammer zu. Ich kann auch JPEG und PDF verwenden. Das ist auch möglich. Dann Barplot ausführen und am Ende speichern mittels def.off, Klammer auf, Klammer zu. Und da ist dann meine Bilddatei. T.png. Das war User Power from Screencast. Ciao und viel Glück.